Berlin, Deutschland, Brandenburger Tor. Ja, wir haben hier so einiges angezettelt, sag ich mal. Das ist sehr schöne Musik. Mal schauen, vielleicht können wir ja mit unseren Utensilien jetzt hier was machen. Weiß der mehr mittlerweile? Hallo, ich bin's nochmal. Was kann ich für Sie tun? Nee. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich hier im Foyer noch ein wenig umsehe? Nein, solange Sie mich nicht bei der Arbeit stören. Prima, frohes Schaffen noch. Tschüss. Was kann der Türgriff? Haben wir da was? Ich lasse die Tür offen, sonst bekomme ich womöglich Ärger. Ja, wofür soll denn der Türgriff dann da sein? So, jetzt ist der abgegriffene Türknauf wieder komplett rot. Mich stören eben solche Kleinigkeiten. Das macht keinen Sinn. Tja, mehr geht hier wohl nicht. Gehen wir, nee, da kommen wir her, da zum Stadion. Außer Sportlern und ihren Betreuern dürfen nur Pressefotografen diesen Eingang benutzen. Ich benötige also einen Presseausweis und eine Kamera, damit der Kontrolleur mich hineinlässt. Okay, das wissen wir ja. An den Flaschen ist zwar ein Ventil, aber warum sollte ich das Gas entweichen lassen? Wenn ich den Handschuh mit der Öffnung kurz an das Ventil halte, kann ich ihn mit Helium füllen. Prima, jetzt habe ich einen Ballon. Allerdings einen wirklich sehr hässlichen Ballon. Cool. Der metallische Deckel eines Mülleimers. Innen ist er stark verrostet. Ein vertrockneter, mit Blumendraht gebundener Strauß. Ich wickle den Draht mal ab. Aha. Am Draht kann ich den Ballon festhalten, ohne mir an den draufgeschmierten Flecken die Hände schmutzig zu machen. Können wir den noch hässlicher machen? Nee. Ein Leierkasten. Ich schätze, Kinder lieben Ballons. Mal sehen, ob sich das Kleine über sein niedliches Geschenk freut. Jetzt gehe ich lieber in Deckung. Was soll das denn? Wer spielt hier solche Lausbubenstreiche? Hier hast du einen neuen Lolli, mein Sahneschnittchen. Ich hatte eigentlich die Intention, den Süßigkeitenkonsum des Kindes etwas zu bremsen, aber wieder verpufft eine meiner erzieherischen Maßnahmen in nichts. Und mein Ballon ist weggeflogen. Hier, magst du einen Lolli? Nee. Du? Auch nicht? Du? Auch nicht. Ein klebriger Lolli an einem langen Stiel. Lecker. Aber leider ganz schlecht für die Zähne. Ein Haltestellenschild der Buslinie.
Wir brauchen Geld. Ich möchte den Lolli nicht in den Abfluss werfen. Barthaare von einem Argali. Sie sind sehr fein und ich muss aufpassen, dass sie mir nicht durch die Finger rutschen. Nun kleben die losen Haare in einem Büschel zusammen. Was ist das? Im Abflusskanal glitzert etwas. Er ist zwar nur knapp 20 cm tief, aber durch die engen Gitterstäbe kann man nicht hindurchgreifen. Da ist was drin, das will ich haben. Ja, weiß ich nicht. Ich habe die Barthaare mit dem Lolli zu einem Büschel zusammengeklebt. Das Gitter bekomme ich nicht auf und mit den Händen kann ich leider auch nicht hindurchgreifen. Na gut. Im Moment möchte ich ihn nicht stören. Gern würde ich ihr etwas über gesunde Ernährung erzählen, aber ich denke nicht, dass sie das sonderlich interessiert. Ein Haltestellenschild der Buslinie. Warum steht dieses Schild da? Aktionen dieser Art hinterfrage ich nicht mehr. Jetzt ist das Schild jedenfalls mit einer klebrigen Zuckerschicht überzogen. Ich will nicht sagen, dass das Spiel schwieriger wird, aber es wird weitläufiger irgendwie. Das Schild ist mit einer Ja. Dank der Zuckerschicht würde das Werbeposter zwar an dem Haltestellenschild kleben bleiben, aber warum sollte ich hier Werbung für einen Fotoapparat anbringen? Das Sandpapier ist zwar gebraucht, eignet sich aber immer noch zum Schleifen. Ich habe die Barthaare mit... Ich versuche einfach alles. Dank der Zuckerschicht würde das Werbeposter zwar an dem Haltestellen... Ja, da fehlt noch was. Irgendwas fehlt noch auf diesem Ding hier.
Es hat dummerweise schon geschlossen. Ja, da kommen wir auch nicht rein. Okay. Max und Lolli. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Hallo? Sehe ich etwa derart schwer beschäftigt aus? Wenn Sie mich so fragen, nein. Ist der Leierkasten kaputt? Nö. Mir fehlt nur die rechte Motivation, die Sache anzuleiern. Woran liegt's? Künstler braucht Publikum, die Aufmerksamkeit, den Applaus. Und natürlich sind auch ein paar Groschen verdient, nicht verkehrt. Tja, zuhören kann ich, spenden leider nicht. Ich bin total blank. Schon in Ordnung. Die Zahl potenzieller Zuhörer ist in dem Bereich des Stadions aber auch recht überschaubar. Warum stehen Sie ausgerechnet hier? Das konnte ich mir leider nicht aussuchen. Dieser Platz wurde mir zugewiesen. Zwar kommen hier ja Sportler und Journalisten vorbei, aber leider nicht mehr jetzt, so unmittelbar vor den Wettkämpfen. Weit mehr ist um die Zeit da vorne am Haupteingang los. Aber da darf ich ja wie gesagt nicht spielen. Ach so, verstehe. Bis später. Na dann, ich schau mir mal noch ein wenig die Stadt an. Viel Spaß! Was will der denn haben? Dabei sein ist alles. Im Abflusskanal glitzert etwas. Der Lolli dürfte tatsächlich lang genug sein, um damit an den glitzernden Gegenstand zu kommen. Wenn ich Glück habe, bleibt das Ding kleben und ich kann es herausziehen. Habe ich das nicht vorhin schon mal versucht? Wer sagt's denn? Eine Reichsmarkmünze. Das habe ich doch vorhin schon versucht gehabt. Na gut. Dann können wir jetzt ja telefonieren. Dann will ich mal telefonieren. Fernsprechvermittlung Berlin, wohin können wir Sie durchstellen? Ich weiß gar nicht, wen ich anrufen möchte. Mit dem Café Erika hieß es, stand auf der Serviette. Sollte ich im Café Erika anrufen? Ohne einen triftigen Grund verschwende ich meine einzige Münze besser nicht für ein sinnloses Telefonat. Entschuldigen Sie, ich habe ganz vergessen, wen ich eigentlich anrufen wollte. Dann sollten Sie wieder auflegen. Falls kein Gespräch vermittelt wurde und Sie von einem öffentlichen Münzfernsprecher aus anrufen, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Oh, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hä? Du sollst da anrufen. Dann will ich mal telefonieren. Fernsprechvermittlung Berlin, wohin können wir Sie durchstellen? Warum sollte ich im Café Erika anrufen? Entschuldigen Sie, ich habe ganz vergessen. Dann sollten Sie... Oh, ich danke. Warum?
Der Mann heißt Baltus Addison und ist Engländer. Er hasst Sport, muss als Journalist aber trotzdem von den Olympischen Spielen berichten, weil er von seinem Chefredakteur dazu verdonnert wurde. Eine Reichsmarkmünze. Dann will ich mal telefonieren. Fernsprechvermittlung Berlin, wohin können wir Sie durchstellen? Warum sollte ich im Café... Oh. Auf Wiederhören. Ach Mann, ey. Das ist der Graf von Droste-Schattenburg. Ein dezent eingebildeter österreichischer Aristokrat. Er macht eine Fotoserie vom Brandenburger Tor, wobei sich die Aufnahmen über mehrere Stunden hinziehen. Das Schild ist mit einer klebrigen Zuckerschicht vom Lolli überzogen. Ah, warte mal, ich habe gerade eine Idee. So blöd kann man eigentlich gar nicht denken. Das sieht ja aus wie ein Verbotsschild hier, ne? Wenn ich das Poster kurz und fest gegen den Türknauf drücke, ergibt das ein interessantes neues Symbol auf meinem Poster. Ne. Dann kleben wir nämlich jetzt dieses, ach da ist es. Ach, auf das... Gut, ich klebe das Poster auf das Haltestellenschild. Dank der Zuckerschicht sollte es recht gut halten. Haha, und schon ist hier Fotografieren verboten. Das ist der Graf von... Er macht eine... Ja, so. Guten Tag, Herr Graf. Ah, Sie schon wieder. Ja. Herr Graf, Sie werden es nicht glauben. Eben habe ich entdeckt, dass es hier auf dem Pariser Platz tatsächlich ein Fotografierverbot gibt. Was sagen Sie da? Wo soll das stehen? Folgen Sie mir, ich zeige es Ihnen. Sehen Sie? Da oben. Unglaublich. Skandalös. Ich bin empört. Junger Mann, Sie müssen sich um meine Kamera kümmern, während ich die Angelegenheit kläre. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Graf. Schon haben wir eine Kamera. Und wieder lade ich mir schlechtes Karma auf. Da meine Beweggründe aber rein und uneigennützig sind, bin ich guter Hoffnung, dass mir vergeben wird. Ja. Eine moderne Kamera für Profifotografen. Ja, eine Canon EOS, wie ich das so erkenne. Das Sandpapier. Eine mit roten Soßenresten beschmierte Serviette aus dem Café Erika. Im Moment möchte ich ihn nicht stören. Was muss ich denn machen? Der Mann heißt Baltus Addison und ist Engländer. Er hasst Sport, muss... Das kennen wir auch. Addison hat seine Jacke über den Stuhl gehängt. In der Brusttasche stecken eine Brille und sein Presseausweis. Der hat doch gesagt, dass er nur von jemandem Bestimmtes angerufen werden möchte. Oder nicht von anderen gestört werden Dann möchte. Dann will ich mal telefonieren. Fernsprechvermittlung Berlin, wohin können wir Sie durchstellen? Ich versuch's jetzt noch einmal. Warum sollte ich im Café Erika anrufen? Ohne einen triftigen Grund verschwende ich meine einzige Münze besser nicht für... Entschuldigen. Dann sollten... Oh, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Vielleicht brauchen wir die Münze noch woanders für. Das kann ja auch sein. Geben wir dem einfach nochmal den Leierkastenmann. Wo war der denn da? Ach, das geht nicht mal.
Gut, okay, ich sehe gerade, die Folge ist fertig. Machen wir mal ein kleines Päuschen, ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.